holen wir uns die doch mal. Warte, wo ist jetzt der Ausgang? Wie sehe ich das am besten? Jetzt rechts halten. So. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Verdammt. Jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen, glaube ich. Falsche Richtung. Warte. Dort geht's raus. Es lohnt sich echt, nach diesen kleinen Schätzen zu suchen, weil es gibt schon ordentlich Kohle. So. Ist das jetzt der richtige Weg? Ja. Hier geht's raus. Gut, gut. So, jetzt hole ich mir kurz ein Pferd. Und dann die letzte Seite. So. Jetzt wieder zurück oder was? Ja, wieder zurück. Zurück zur Villa. Unsere Schwester noch kurz besuchen, bevor wir wahrscheinlich wieder abreisen. Nein. ...3000, das reicht noch nicht für den, für den Brustschutz. Der hat, glaube ich, 4000 gekostet. So. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht.
Okay. Das ist, glaube ich, der Architekt, oder? Ja. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? So, Kunsthändler. Ja, ich habe noch viel zu wenig Geld, um hier irgendwas zu renovieren. Deswegen Buon viaggio. Lassen wir das erstmal. Okay, so, und jetzt wieder mit Mario sprechen. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Noch ein geheimer Weg. Mann, der hat da mal einen schnellen Gang drauf. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Gut. Dann müssen wir wohl alle Gräber finden. So. Jetzt geht's auf jeden Fall zurück nach Florenz. Aber da müsste ich auch schnell reisen können. So, hier müsste es gehen. Das sind ja diese Karawanen. Hier müsste man eigentlich schnell reisen können.
Florenz, genau. Ich glaube, wir müssen sowieso zu Leonardo, deswegen können wir ja gleich mal dahin reisen. Tja, war genau richtig. So. Wir haben einen kleinen Bekanntheitsgrad, aber da vorne ist ein Steckbrief. So. Jetzt müsste mir wieder inkognito sein. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Hey, Vincenzo! Vincenzo, stell die Puppen auf. Wort der Taten folgen lassen. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet. Also zwei Jahre sind schon vergangen jetzt, seit wir Florenz verlassen haben. So, die Attentatstechniken im Hof üben. Na wunderbar. Drei Stück. Verschiedene Techniken. Einmal aus dem Heubarren. So. Die Puppe blutet. So viel Realität hättest du nicht machen müssen, Vincenzo. Einfaches Stroh hätte gereicht. So. Haben wir das gelernt? Das ist wunderbar. Das wird uns weiterhelfen. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Sehen wir immer. So, was haben wir gekriegt? Ah. Ein Armschutz mit Handschuhen. Cool. Für bessere Verteidigung. So, ich habe, glaube ich, genug Geld für... Für was Neues.
Brustschutz immer noch zu teuer. Aber die Frage ist, ob ich überhaupt Geld dafür ausgeben soll, wenn das hier schon bald freigeschaltet wird. Dann spare ich, glaube ich, lieber. Ja, ich glaube, wir sparen. Weil es wird jetzt eh immer neues Zeugs freigeschaltet. Ja. Meine sonstigen Kunden sind auch viel vornehmer. Das wollte ich nicht. Oh. Lasst euch nicht über die wahre Natur dieses Meuchelmörders täuschen. Er ist ein böser Mann, der auf das Blut Unschuldiger aus ist. Ja, wir sind sehr, sehr böse. Wir reißen sogar Papier von Wänden. Das traut sich niemand hier. So. Wir müssen La Volpe finden. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. So, das war wieder eine Glyphe, aber wir lassen die. So, der müsste irgendwo hier sein. Da, wo die Diebe hausen. Okay, Fuchsjagd. La Volpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Wo könnte er sein? Durch. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Warte. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Ja. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Ach so. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Kann gleich losgehen. Aber vorher... Ups. So. Thank you.
sein. Und sie sehr schön. Entschuldigung. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. Wir sehen uns dort, La Volpe, bei der Santa Maria Novella treffen. Der kann auch klettern. So, La Volpe, Geburtsjahr, weiß mir nicht. Er ist ein Dieb. In Geschichtsbüchern findet sich fast kein Hinweis auf La Volpe, den Fuchs. Der Name ist offensichtlich... Ups, nein. Was tut ihr denn? Ah, verdammt. Hier. Der Name ist offensichtlich ein Pseudonym, doch für wen bleibt ein Rätsel. Die wenigen Informationen, die es gibt, scheinen nahezu mythenhaft zu sein. Es wird berichtet, dass La Volpe die päpstliche Kutsche ausgeraubt haben soll, ohne dass einer seiner Wächter etwas davon bemerkt hat. Selbst der Papst nicht, der in der Kutsche saß. In einer Nacht im Jahr 1467 wurde er auf den Dächern des Palazzo della Signoria, des Palazzo Medici sowie Santa Croce gesichtet. Und zwar zur selben Zeit. Manche behaupten, er sei unsterblich und altrenicht. Andere wiederum meinen, dass seine violetten Augen durch Gebäude hindurchsehen können und so den Hausrat im Innern prüfen. Also mehr eine Legende als ein Mensch. Boah, super viel Zeit verloren. Der Typ hin. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. Können wir gut gebrauchen. So. Tada, so, jetzt rüber. Und jetzt nach unten. Und das hat niemand bemerkt. Geht's in die Katakomben. Novellas Geheimnis. In die Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen.